Ich begrüße euch total recht herzlich zur News, also zur neuen Gestaltung meines Videoblogs, mein Videoblog. Wenn man so lange bekannt ist, wie man bekannt ist, kommt man irgendwann an einen Punkt. Und der Punkt ist jetzt mit diesem Video veröffentlicht. Es gibt einen Punkt, wo man sagt, wow, es hat wirklich Spaß gemacht. Und es hat Spaß gemacht. Ich begrüße euch total recht herzlich und ab sofort gibt es neue Videoclips, wo meiner einer nicht so zu sehen sein wird. Er wird sprechen, er wird zeigen, und zwar Tour. Tour de Ruhr, Tour Ruhrtal und so weiter. Es ist nichts Neues, es ist halt von mir. Das ist meine Interpretation meiner Umgebung, meine 500 Kilometer Radius, die ich seit Geburt habe. Ich habe einen Radius von 500 Kilometer um mich herum, da wo ich lebe, da wo ich wohne. Warum ist mir jetzt auf einmal bewusst, weiß ich nicht. Aber ich war gestern bei der Ruine Isenburg, wo ich vor 40 Jahren unbedingt mal hin wollte. Ich habe sie mir immer an, also von unten, ich habe nur die Zinnen da oben gesehen. Sag ich, ey, da muss ich mal hin. Ja? Gut. Vor 40 Jahren fing ja nun mal das Leben an, das ist halt so. Man ist gerade frisch aus der Lehre, frisch im Betrieb etc. Ganz, ganz wichtig an alle Zuschauer, vor allen Dingen die jungen Leute, die ganz, ganz jungen Leute, die, ihr wisst, wie ihr drauf seid, ich muss es euch nicht erklären, ich sag nur TikTok und so weiter, guckt meine Videoclips an, ich bin nicht so bescheuert, wie ihr glaubt, ja. Was ihr glaubt, ist eure Sache. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das muss einfach mal rausgehauen werden. Meiner einer ist im Beruf, meiner einer hat einen Beruf und meiner einer ist im Beruf. Und das schon über 40 Jahre. So. Also ich war gestern mit meinem Besten Isenburg und er ist halt in der Welt der Fotoarbeit und da habe ich gesagt, weißt du, ich begleite dich. Ich habe natürlich dann meine mitgenommen, die hatte ich als spontan und deswegen verweise ich auf das Spontan-Video. Ich habe diese Kamera einfach spontan in die Hand genommen, habe die Knöpfe getestet und habe da ein Fahrvideo gemacht. Es war 22.30 Uhr, jeder weiß, um 22.30 Uhr ist meistens keine Sonne da, dann wird es dunkel. Wenn man dann so um 23 Uhr zu Hause ist und dann noch bis 24 Uhr, 1 Uhr morgens das Ganze ausklingen lässt, weil ab sofort ist von Freitag 18 Uhr bis Montag 9 Uhr my day. So. Das sind meine Stunden, kann jeder selber ausrechnen, Freitag 18 Uhr bis Montag 9 Uhr mache ich so etwas. Bin irgendwo, zeichne auf, bin irgendwo, ruh mich aus, ich bin irgendwo, mache Videos und das macht Spaß. Natürlich ist von Montag 10 Uhr bis Freitag 18 Uhr die Hölle los. Die Hölle los, aber richtig los. Dieses Video habe ich gemacht wegen dieser Corona-Geschichte, Delta, Alpha, Beta und was weiß ich. Wenn man nicht nur mit so einer Kamera unterwegs ist, die getestet worden ist, ich stelle sie euch nicht vor, könnt ihr bei YouTube, ich kann euch nur als Filmemacher sagen, die EOS 80D, die EOS 80D hat es in sich, macht Spaß. Ich mache HDR, ich mache Videos und so weiter, nur ein Problem, sie ist schwer. Wie gesagt, wer die Isenburg kennen sollte, im Ruhrtal, Ruhrtal 244 Kilometer, zwar auf diesen 244 Kilometer sind Ruinen. Wir waren Burg Altendorf und wir haben jetzt die Isenburg und dann haben wir die reißende Ruhr und Hattingen und die Stadt Essen im Moment im Visier. So, dann habe ich ja, und deswegen mache ich das Video, eine Erinnerung. Eine Erinnerung vom 18. Lebensjahr mit dem ersten Auto. Bis 48 Lebensjahr, wo ab 50 dann alles zu Ende war. Es ist halt so, das Leben ist halt so. Jeder Jugendliche, jetzt Jugendliche, hat Spielsachen, solche Spielsachen.
und ist der Meinung, er ist der Größte, der Beste, ja. Er hat ja auch noch TikTok, er hat Snapchat, er hat Facebook. Alle jungen Leute ab 15, ich weiß, ihr seid die Größten, die Besten, ihr könnt alles. Okay? Mir fällt nur auf, wir, die schon etwas länger leben wie ihr, und wir, die über 40 Jahre im Beruf sind und dann noch im Beruf der Technik, der absoluten Technik, ja, Computer und so weiter. Ich habe mir jetzt schon Win 11 angesehen. Ich werde Win 11 auch spielen. Wie komme ich auf dieses Video? Ich komme auf dieses Video, weil ich sehr viele Kunden habe täglich. Montag 10 Uhr bis Freitag 18 Uhr. Das sind so viele Kunden. Und wenn ich mir das jetzt mal komplett anders betrachte, und ich betrachte jetzt meine Kunden mal komplett anders, wie sie so rüberkommen. Ein Kunde war wirklich der Meinung, ich arbeite für 1 Euro, ist ein Rechtsanwalt, ein Jungspund, macht auch solche Videos, und ist dann der Meinung, er müsste mir das Schaufenster da besprühen, weil nicht 1 Euro. Ich arbeite nicht für 1 Euro, also sorry. Naja, die Summe war 91 Euro und das passte ihm überhaupt nicht, aber egal. Dafür hatte ich einen anderen Herrn, der auch Rechtsanwalt und sogar Richter mal war. Er ist leider über 80, hat einen Schlaganfall. Und ich habe von 10 Uhr bis 22 Uhr an einem Samstag, und ihr habt gerade genau zugehört, mein ist an sich Freitag 18 Uhr bis Montag 9 Uhr. Mein, was ich tue, wie ich es tue und LMAA. Ja, okay? Das sind, ich sag's jetzt einfach mal, 60 Stunden, die mir gehören, aufgerundet, ihr kennt die Uhrzeit. So, 60 Stunden, die mir gehören, ob ich sowas mache, ob ich die Wahrheit, hallo, ich habe euch und ich habe dieses Umfeld und ich habe alles mir angesehen. Ich habe mir das Corona, ich habe mir die Videoclips über Delta, Bravo, also über Viren. Also irgendetwas stimmt leider nicht. So, ich gehöre, wieso komme ich jetzt überhaupt darauf? Okay, ich habe natürlich meinen Lieblingsfilmemacher gestern getroffen. Wir kennen uns auch seit 40 Jahren und vor 40 Jahren hat er ein bisschen mehr Zeit gehabt wie meiner einer. Er hat sein Leben halt auf die Art und er hat so ein paar Filme gemacht. Ich müsste wirklich mal ins Archiv. Er hat mir einige gezeigt, die er mir geschenkt. Australien, Nevada, Red Rock und all solche Sachen. Und ich habe, wie gesagt, gestern mit ihm gesprochen und habe ihm auch gesagt, dass wir ab freitags oder nur freitags, wenn ich mal Zeit habe, auch mal die besagte Uhrzeit 18 Uhr bis 9 Uhr für so etwas. Nur das ist ja auch Arbeit. Das ist sehr viel Arbeit. Die Isenburg ist nicht mal gerade, die Isenburg war ziemlich weit oben. Und wie gesagt, vor 40 Jahren habe ich sie mehrfach gesehen und ich war sehr gerne in Hattingen. Ich war wirklich sehr gerne in Hattingen. Warum, weiß ich nicht, aber ist. Und ich war auch gerne in diesem Umfeld. Ja? Durch dieses Umfeld Hattingen und so weiter bin ich ja dann bis Wuppertal. Dann war ich, wie gesagt, im gesamten Sauerlandkreis, Ratingen und so weiter und so fort. Und ich bin hier in der Stadt Essen und hier in dieser Stadt Essen habe ich einen Radius von 500 Kilometer. 500 Kilometer. Da habe ich also auch die Niederlande eingeschlossen. Ich habe die Ruhr, den Rhein und sogar Mosel mit eingeschlossen. Von 18 Lebensjahr bis 48. Mit 50 kam leider ein Schnitt und dieser Schnitt ist jetzt mit 62 bis 82 zu Ende. Das heißt also, mir ist egal, ich habe eine schwerste Krankheit, egal, ich muss sowieso gehen, auch egal. Bevor ich aber gehe, bevor mein Körper nicht mehr will, werde ich einiges machen. Ich erleide leider täglich von Montag 10 Uhr bis Freitag 18 Uhr die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, und sie ist schlimm. Wir haben eine unheimlich schlimme Zeit im Moment, durch Corona auch. Aber ich kann jedem sagen, nutzt Corona für eure
Sache und lasst euch nicht irre machen. Okay, ich habe aber mit euch nichts zu tun. Ab sofort, meine Damen und Herren, würde ich mich freuen, besonders die Follows. Würde auch freuen, wenn mehr Follows kämen, weil ich habe einfach Spaß daran. So lange werde ich nicht mehr unter euch sein, das ist halt so. Aber ich werde die Zeit genießen, bevor die Kamera schweigt für immer. Und bevor, also ich werde auch bald schweigen für immer. Und ja, ich mache also Videos. Ich werde meinen Körper trotzdem zwingen, mein Herz auch zwingen zu pumpen. Ich habe extra Maschinen dabei, die auf mich aufpassen. Ich habe mich auch sozusagen reparieren lassen in der Uniklinik und deswegen weiß ich die Wahrheit. Die Wahrheit ist, wenn der Tag kommt, hey, du hast nicht mehr so lange, genieß es. Wenn dieser Tag kommt, hey, du hast nicht mehr so lange, genieß es, ja dann hast du erstmal Stress. Also erstmal hat man Stress, weil man muss erstmal damit klarkommen. Aber wie gesagt, die Besteigung der Isenburg hat mir gezeigt und vor allen Dingen heute Morgen um 6 Uhr hat mir das Herz gezeigt, was diese Aktion doch bewirkt. Gut, ich hoffe natürlich, dass das, was ich mir jetzt selber als Geschichte für euch auch auf den Weg gebracht, dass ich euch jetzt Bauten 500 Kilometer aus dem Punkt statt Essen, na? Ich hatte ja auch schon versucht, so, wie soll ich sagen, so Shop-News zu machen, Shop-News. Das Problem, wie gesagt, ist der Zuschauer zwischen 15 und 45 der heutigen Zeit. Ja? Wir von 15 bis 45 waren analog. Wir haben analog Film gemacht, wir haben analog Bilder gemacht, wir waren analog, wir haben uns analog getroffen, ausgetauscht. So, das ist halt vorbei. Es ist halt vorbei. Das musste auch dieser BDFA einsehen. Und zwar der, der 1927 bis gegründet und so weiter, dieser Bundesfilmemacher mit UNESCO und was weiß ich nicht alles. Menschen, die also ständig mit der Kamera unterwegs waren, ständig sich was ausgedacht haben, den 3-Minuten-Cup, die 20-Minuten-Film und was weiß ich nicht alles. So, wir sind waschechte, wir sind beruflich und deswegen durften wir in einem Verein ja nie mitmachen. Wenn man einen Beruf hat, mit der Kamera zu arbeiten, mit der Technik, also mit der Technik zu arbeiten, das heißt also erst die Technik der Analogie, ja, mit Film und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir die Technik digital und die Technik digital ist leider in den falschen Händen. Digital ist in den falschen Händen, wird falsch benutzt, und wird halt auch benutzt. So, macht man ein Video, wird gelöscht. Macht man ein Video über die Wahrheit, auch gelöscht. Egal was du machst, wenn du in den Mittelpunkt gerätst, dass man merkt, wer du bist, wenn man merkt, stopp, den kann man nicht verarschen, stopp, den kann man nicht, versteht ihr? Menschen, die wirklich tatsächlich die Wahrheit und nichts als die Wahrheit kennen, nun, die werden halt geblockt. So, das ist halt so. Wenn ihr das nicht gemerkt habt, es wird wichtig, zwischen 18 und 48, meine lieben Freunde, ihr solltet es an sich wissen. Wir haben da schon unseren Beruf gehabt, weil wir damals in der Analogie nach 45, 49 aufwärts ein Echohall hatten. Ein Echohall des Zweiten Deutschen Weltkrieges, die Deutschen angefangen wie im Ersten. So, wir hatten ein Echo, geboren nach 45, 49, 59 und so weiter. Die hatten ein Echo, ein richtiges Echo. So, ihr alle ab 69, 79, 89, 2000 geboren, hatte dieses Echo nicht. Wer von euch Geschichte, ja, 56, im Pazifik den Krieg, dann Vietnam den Krieg. Okay, dennoch, warum komme ich jetzt? Warum habe ich das Video? Ganz einfach. Ich habe gerade Mr. Crockett gesehen. Ja? Mr. Crockett. Ich meine, ich habe dieselben Sachen getragen, weil meine Kollegen haben auch dieselben Sachen getragen. Miami Vice.
Miami Vice, die Serie, die vollkommen reingehauen hat damals. Und dann die Zukunftsserie V. So, heute im Jahre 2021, wo wir mit SARS-19 konfrontiert, mit Corona. So, ich finde es hochgradig interessant, wenn meine Kunden erscheinen und mir die Filme zeigen von 89 und so weiter und so fort. Boah, ich noch einmal, ich bin Filmemacher, ich weiß Bescheid. Man kann alles hinein interpretieren. Wie komme ich überhaupt heute darauf, dieses Video gemacht zu haben, weil ich, wie gesagt, auf der Isenburg war, hochgegangen, war nicht einfach, könnt ihr mir glauben. Nach über 40 Jahren, alleine nicht mit denen, die ich vor 40 Jahren, weil keiner von denen mehr lebt. So, ich bin natürlich auch getrennt, seit 20 Jahren und in diesen 20 Jahren habe ich viel erlebt. Die ersten 10 Jahre waren göttlich geil, wirklich. Das hat richtig Spaß gemacht, nach der Scheidung gelebt zu haben. So, jetzt seit 10 Jahren bin ich halt kräftig gebunden, richtig kräftig gebunden. Und diese Bindung hat mir aber gestern gezeigt, deswegen mache ich das Video, dass da noch was ist. Ist nicht mehr viel, ist richtig. Aber wenn man halt mit so einer D80 arbeiten kann und zufrieden ist, dass die um in einer völligen Dunkelheit noch tolle Bilder macht, dass man damit arbeiten kann, gut, man baut die dann halt aus, man besorgt sich einen Steady, man besorgt sich hier noch bessere, damit man eine Tiefenschärfe hat und das Ganze, jetzt spreche ich wieder beruflich, dann setzt man die Kamera richtig ein und man kann ja mit dieser wunderbar arbeiten, seht ihr ja, man dreht das um und dann kann man so richtig arbeiten, ja, gut, ich müsste die dann auch umstellen, dass ich halt auch mit diesem Monitor arbeiten könnte, um Fotos zu machen. Ich muss leider auch hier oben dauernd reingucken. Ich habe die Kamera, wie gesagt, auf HDR gestellt, weil ich gerne HDR-Bilder machen wollte. Auch 4K. Gut, aber wer sieht sowas? Das hier, HD, muss reichen. So, dann habe ich natürlich hier die Steady. Na, das ist eine Steady. Habe ich extra besorgt, damit ich auch Licht da drauf bekomme. Und Akku ist nicht drin, deswegen kann ich... So, die kann man ja auch so nehmen. Also ich habe vor, gut, dass ich die jetzt genommen habe, weil die Steady hat und die hat einen Weitwinkel, habe ich auch drauf. Das muss natürlich richtig eingestellt werden. Aber auch die kann ich richtig benutzen, weil hier drin, wie gesagt, dieses Steady ist. Das heißt also, ich kann wirklich, und das habe ich ja auch, beim Oldtimer. Wisst ihr noch, diesen Oldtimer-Film habe ich diese Kamera so genutzt und ihr habt nicht bemerkt, dass da nicht so... Diese habe ich gestern benutzt in einem Range Rover. Wir wollten auch erst Stock und Stein, aber haben wir sein lassen, weil auch ein Range Rover kostet und sollte man nicht ständig so dermaßen nutzen, dass der Wagen nachher in die Waschstraße müsste. So, den Oldtimer haben wir natürlich auch ordnungsgemäß genutzt und haben ihn ordnungsgemäß gefahren und dabei gefilmt. So, ab heute, dieses Video läutet eine neue Ära ein. Die Ära heißt 62 bis 82, 20 Jahre, ob das klappt, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich diese 20 Jahre schaffe. So, das hat auch nichts mit Panik zu tun, weil mein Herz heute Morgen nicht wollte. Ich musste leider viele Tabletten futtern, also es hört schon gar nicht mehr auf, aber ist egal. Es ist halt so, ich war in der Klinik, ich habe Chorus, ich war auf der Intensiv, habe gedreht, habe gefilmt, habe mit den Ärzten. So, noch einmal, von Montag 10 Uhr bis Freitag 18 Uhr gehöre ich euch als Dienstleistender. Ich helfe euch, ich mache. Ich habe auch gerade ein Video fertiggestellt, das waren 12 Stunden. Davor habe ich, könnt ihr ausrechnen, also heute vor einer Woche von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr abends weit über 500 Dias animiert. 500 Dias animiert. Und dann müssen die konvertiert zu einer Disc gemacht werden, damit der Kunde über 80 sich die anschauen kann. Wenn eine Person über 80 ist, kann man nicht mit Special Effects arbeiten. Geht nicht, es geht halt nicht, aus Gründen, es geht nicht, Punkt. Man kann nur meinen, also wenn ich 80 bin, könnt ihr mit mir machen, was ihr wollt, weil ich habe Ahnung. Ich mache das da, wie gesagt, dann schon 60 Jahre, Punkt. So, 60 Jahre Kamera, 60 Jahre Audio,
60 Jahre Tonband, Kassettenrekorder, Single, LP. Ja, merkt ihr schon? Ja? Tonband, wer von euch kennt noch ein Tonband? Egal, oder 8 Spur, egal. Mir fällt nur auf, dass diese Technik die Menschen verändert. Digital ist eine Veränderung der Menschen. Heute sind irgendwo welche da wieder am Demonstrieren. Heute ist wieder ein Samstag. Ich habe wieder von Freitag 18 Uhr bis Montag 9 Uhr mein Leben. Und dieses werde ich auch genießen. Ich habe dieses Video gemacht. Ich habe mit euch gesprochen. Ich habe auch mit vielen live gesprochen. Durch Zufall TikTok. Ich bin um 2 Uhr morgens wach geworden. Dann sah ich LKW-Fahrer. Ich sah junge Menschen etc. pp. Also da die TikToker über 1000 Follows haben, können die natürlich live berichten. So live berichten kann ich leider nicht, weil ich kein TikToker bin. Live könnte ich berichten über YouTube, weil ich ein YouTuber bin, seit dem ersten Tag, damals 2003, oder wenn YouTube anging. Davor war es ICQ, davor war es MyVideo, 7Loader und so weiter und so fort. So einen 7Loader habe ich jetzt bei TikTok gesehen, der versucht jetzt seine Follows zu bekommen, damit das funktioniert. Dann kann auch er, während er arbeitet, on air gehen. Er ist Busfahrer jetzt, früher war er, keine Ahnung, aber egal, er ist jetzt Busfahrer in Hameln und brettert da rum. Das ist Martin Binias. Martin Binias ist jetzt Busfahrer und macht jetzt Videos über Busfahren. So, meiner einer macht ab sofort Kultur, Natur und zeigt euch 500 Kilometer Radius, aber nur Burgen, alte Häuser aus dem Jahre 1000 bis 1030 oder 1008, also aus dem Jahre 1000, wie hier alles mal war. Muss man schauen. Aber jedenfalls, ja, von Bingen, ich wollte, okay, die Gräfin von Bingen, die ausgebildet hat Frauen, damit die zu Hofe Frauen wurden, so ungefähr. So, dann die ganzen Burgen nachgucken, warum waren die Burgen? Burg vom Berg zum Beispiel. Der Graf vom Berg, da ist eine Geschichte, da hat der eigene Sohn seiner Mutter etwas gestohlen, da hat er den Bumm, Arm abgehackt und den kann man sich dann im Schloss sich anschauen. Auf dieser Burg war ich und da fing alles an. Da habe ich gesagt, immer, da gibt es eine Seilbahn, fahr da mal hin, das ist in Solingen. Wie gesagt, mein Fahrer ist dann dahin und hat. Und seitdem ist er begeisterter Burgenfotograf geworden. Er hat eine wunderbare Kamera, die er bei. Gestern hat er sie halt anders eingestellt und hat also gestern mal andere Bilder gemacht. So, ich habe, wie gesagt, diese Diesel hier bei, die D80, funkelnagelneu, deswegen wusste ich noch nicht, aber ich bin zufrieden mit den Bildern. Mir ist nur bei dieser Arbeit aufgefallen, ich weiß ja nicht, wie es bei euch so ist, man muss erstmal so eine Art Kunstverständnis bekommen. Man muss den... Ich habe ein separat. So, ist beendet, weil ich habe konvertiert. Ich habe die Autofahrt konvertiert. Ihr könnt sie jetzt bei YouTube sehen. Und also ihr könnt das eher sehen wie das, weil ihr merkt ja, ich habe ja gearbeitet, ich habe die Zeit überbrückt. Für mich bedeutet das, dass dieses Video jetzt zu Ende ist. Ich arbeite also mit dieser Steady, mit Zeiss Objektiv und ich arbeite mit der Diesel D80, die muss ausreichen und mache meine Video-Stories. Ich versuche, dass dieser Körper noch ein bisschen möchte, ich hatte also Schwierigkeiten. Ihr merkt, jetzt zur Zeit geht es mir gut und jetzt zur Zeit versuche ich das Bestmögliche rauszumachen. Und das, was ihr da seht, das war um 22.30 Uhr, es war sehr dunkel und die Kamera hat also verdammt viel Licht aufgezeichnet. Also das Licht um uns herum im Tunnel, A40, ja, war nicht schlecht. So, wer mir folgt, kann sicher sein, dass ich auch ihm folgen werde und ich würde mich freuen, wenn wir eine Positivität erarbeiten, ne? Wenn wir eine Positivität bearbeiten, und aus dieser Positivität irgendwas kreieren, irgendwas auf den Weg bringen.
das Negative von 10 Uhr morgens, Montag, bis 18 Uhr Freitag, meine lieben Freunde, ist so viel negativ, da muss ich mich manchmal wirklich tatsächlich an einem Wochenende regelrecht regenerieren. Denn das Negative, was ich täglich bearbeiten muss, ist so krass, das ist schon schlimm. Echt schlimm.